Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, einfach einsteigen und losfahren, ohne sich vorher im Tarifdschungel zu verirren und lange Fahrpläne zu studieren. Bargeldlos ein elektronisches Ticket für verschiedene Verkehrsmittel oder über Verbundgrenzen hinweg erwerben. Ein Leihfahrrad oder ein Carsharing-Auto in die Reisekette einbauen. Alles mit einem Ticket. Wir wollen, dass das keine Vision bleibt, sondern endlich Standard im öffentlichen Verkehr wird. Wir wollen eine Mobilitätskarte, den Mobilpass, um einfach und bequem verschiedene Verkehrsmittel miteinander kombinieren zu können. Für unsere Idee droht ungewohnte Unterstützung. Verkehrsminister Alexander Dobrindt versprach unlängst vollmundig die Abschaffung des Papierfahrscheins bis 2019. Doch leider entpuppten sich die Ankündigungen bei näherer Betrachtung, wie so oft bei Herrn Dobrindt, als reiner PR-Gag. Jedes Verkehrsverbund darf weiter an seinen Apps und Plattformen herumbasteln. Eine Strategie für die digitale Vernetzung aller öffentlichen Verkehrsmittel ist das nicht. Der Wirrwarr bei den Tarifen muss durch bundesweit einheitliche Standards endlich beendet werden. Ein Meilenstein im öffentlichen Verkehr wäre daher ein bundesweit einheitliches Tarifsystem. Damit eine Familie in einem Verkehrsverbund auch in einem anderen Tarifgebiet als Familie gilt. Auch bei Kindern und Jugendlichen sowie Senioren gibt es unterschiedliche Altersgrenzen. Wir haben in Deutschland etwa 450 Verkehrsbetriebe und über 130 Tarifverbünde. Die bestehende Exklusivität der verschiedenen jeweiligen Tickets und die heutigen Vertriebswege in den Nahverkehrskönigreichen sind nicht mehr zeitgemäß. Sie verhindern das durchgängige Buchen und Bezahlen über Tarifgrenzen hinweg und damit auch über Verkehrsmittel. Daher sollten regionale Verbundtarife möglichst bald durch einen für alle Unternehmen im Eisenbahn-, im Regional- und Nahverkehr verbindlichen Deutschlandtarif ergänzt werden. So könnten alle Bus- und Bahnfahrten einfach und bequem stattfinden. Meine Damen und Herren, während in den letzten Jahren die Bundesmittel für Eisenbahn, für Autobahn und Wasserstraßen in Milliardenhöhe gestiegen sind, werden die ÖPNV-Investitionen von dieser Bundesregierung sträflichst vernachlässigt. Die Infrastruktur bröckelt teilweise kräftig. Der Investitionsstau allein im kommunalen Schienennetz beträgt schätzungsweise 4 Milliarden Euro. Und damit sind die Kommunen hinlänglich überfordert. Zudem platzt der Nahverkehr in vielen Städten aus den Nähten. Wer wissen will, wie sich wohl die Ölsardinen in der Dose fühlen, der muss nur in der Rush-Hour in Frankfurt, Berlin oder München mit der S-Bahn fahren. Die jährlich vorgesehenen 330 Millionen aus dem Bundesprogramm reichen hinten und vorne nicht, um mit Ausbau und Neubau adäquat auf diese Nachfrage zu reagieren. Meine Damen und Herren, seit 20 Jahren wurde der Etatansatz nicht erhöht. Das bedeutet praktisch jedes Jahr weniger Geld zum Bauen. Statt nur die Investitionen zu erhöhen, plant die Große Koalition mit der Änderung des Grundgesetzartikels 125c die Bundesmittel auf der derzeitigen Höhe bis 2025 einzufrieren. Meine Damen und Herren, das käme einer Investitionsbremse gleich. Zwischen dem bereits anerkannten Bedarf und den bis 2025 verfügbaren Mitteln im Bundesprogramm klafft mittlerweile eine Lücke von etwa 4 Milliarden Euro. Zwei von drei Projekten, die im Nahverkehrsprogramm des Bundes aufgelistet sind, haben also absehbar keine Chance auf Umsetzung, wenn es bei der derzeitigen Förderkulisse bliebe. Die Zuverlässigkeit und die Qualität des Nahverkehrs werden darunter leiden. Nur mit einer Nahverkehrsoffensive und Bundesmitteln von jährlich 1 Milliarde Euro wird es gelingen, den öffentlichen Verkehr zum Leistungsträger einer ökologischen Verkehrswende zu machen. Wer die Klimaziele des Verkehrssektors erreichen will, wer die Luftqualität in den Städten wirksam verbessern will, der muss jetzt Geld in die Hand nehmen für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, wir nehmen mit unserem Antrag auch die Mobilität in ländlichen Regionen im Blick. Viele Bürger fühlen sich sprichwörtlich abgehängt. Der ÖPNV ist oft keine Alternative zum eigenen Auto. Bislang fehlt eine Definition für ein Mindestangebot,
das mit dem im Grundgesetz verankerten Anspruch der Daseinsvorsorge konform geht und gerecht wird. Wir müssen gemeinsam mit den Ländern darüber diskutieren, wie wir für die Bürgerinnen und Bürger in ländlichen Regionen zu einer Mobilitätsgarantie kommen, die dem Anspruch gleichwertiger Lebensverhältnisse gerecht wird. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten und unterstützen Sie unsere Initiative. Die Rede von Stefan Kühn war das, Bündnis 90 Die Grünen. Erster Redner in dieser Debatte zum öffentlichen Personennahverkehr. Weiter geht es jetzt mit Michael Dohn für die CDU. Ja. Herr Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der öffentliche Personennahverkehr auf Schiene und Straße garantiert jeden Tag die Mobilität von Millionen von Menschen in unserem Land. Und die Fahrgastzahlen steigen erfreulicherweise immer weiter. Und ich glaube, man kann sagen, auch weil wir die Zuständigkeit den Ländern übertragen haben, und die machen das eigentlich ganz gut. Und ich finde es von daher auch schön, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass Sie sich darüber Gedanken machen, wie der ÖPNV noch weiter verbessert werden kann. Allerdings frage ich mich, warum Sie dann Anträge ohne jegliche Verbesserungsvorschläge vorlegen. Ihr Antrag soll dem Titel nach, ich beziehe mich auf 6b, einen fairen Wettbewerb sicherstellen. Das ist aber eine Mogelpackung. Denn Sie fordern damit Maßnahmen, die genau diesen fairen Wettbewerb abschaffen würden. Wir haben in Deutschland seit Jahrzehnten ein bewährtes Miteinander von kommunalen Nahverkehrsunternehmen und privaten. Die Privaten, die oft mittelständische Familienunternehmen sind, wie zum Beispiel das der Familie Steinbrück in Gotha, kennen wir alle den Betreiber, betreibt Buslinien eigenwirtschaftlich, das heißt ohne kommunale Zuschüsse. Der Wettbewerb zwischen privaten Unternehmen auf der einen und kommunalen Unternehmen auf der anderen Seite sorgt für Qualität im Angebot, für Effizienz und auch noch für Wirtschaftlichkeit. Und dabei gilt getreu unserer Verfassung der Grundsatz Markt vor Staat. Also Verkehre, die sich aus den Fahrgeldeinnahmen alleine finanzieren, vor denen, die sich nur mit Zuschüssen realisieren lassen. Und nun baut dieser Antrag von Ihnen auf zwei Behauptungen auf. Erstens, eigenwirtschaftliche Verkehrsanbieter besäßen einen weitreichenden Konkurrenzschutz und würden zweitens kommunale Verkehrsunternehmen aus dem Markt drängen. Und beides ist falsch. Dazu ein paar Zahlen. In den letzten 10 Jahren ist das Marktvolumen der Verkehrsleistungen im ÖPNV, das direkt, das heißt ohne Wettbewerb, vergeben wurde, um 88% gestiegen. Und von diesen Direktvergaben sind wiederum 96% an kommunale Unternehmen gegangen. 96%, es bleiben noch 4% Krümel für die Privaten. Und meine Damen und Herren, sieht so die von Ihnen behauptete Verdrängung aus dem Markt aus? Ja, Sie haben recht, es findet eine brutale Verdrängung statt, aber bezogen auf die privaten Verkehrsunternehmen. Und die Zahl, ein weiterer Beleg, die Zahl der privaten Busunternehmen ist im gleichen Zeitraum um fast ein Drittel zurückgegangen. Sie sind vom Markt verschwunden, und da gab es übrigens keine Beschwerdebriefe von Verdi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, daran sieht man, dass der angeblich weitreichende Konkurrenzschutz nicht vorhanden ist. Sonst müssten diese Zahlen doch bundesweit ganz anders aussehen. Die Zahlen und Fakten sprechen hier eine andere Sprache als Ihre grün lackierten Fake News. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. In dem Antrag behaupten Sie, die Angebotskonzepte des kommunalen Aufgabenträgers ließen sich nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen durchsetzen, und deshalb müssten wir das Gesetz ändern. Nach der geltenden Regelung des Personenbeförderungsgesetzes kann die Verkehrsgenehmigung versagt werden, wenn der beantragte Verkehr nicht im Einklang mit dem Nahverkehrsplan steht. Die Genehmigung muss sogar versagt werden, wenn der Antrag die in der Bekanntmachung beschriebenen Anforderungen nicht erfüllt. Das heißt, die Kommunen können Anforderungen und Standards, auch Sozial- oder Ökostandards, vorgeben und sind keinesfalls der Willkür der privaten Anbieter ausgeliefert.
Die Kommunen geben die Richtschnur vor. Sie definieren, wie der ÖPNV aussehen soll. Aber sie müssen sich halt auch die Mühe machen, einen Nahverkehrsplan mit allen Beteiligten auszuarbeiten. Der Kollege Lange kann da ein Lied davon singen und ich auch im Kreistag. Ein Nahverkehrsplan, der Antworten auf all diese Fragen gibt. Und das ist, ich glaube, Uli, echt ein Geschäft. Und Sie behaupten weiter, der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre, ich zitiere, wenn ich darf, kann zu einer Genehmigung von Nahverkehrsleistungen führen, ohne dass eigene kommunale Unternehmen den vorab genehmigten eigenwirtschaftlichen Verkehren Konkurrenz machen können. Dass auch das nicht stimmt, zeigt ein Blick ins Gesetz. Der eigenwirtschaftliche Antrag des Privaten erhält nur dann den Zuschlag, wenn er ein besseres Angebot macht. Und vor den Vorgaben der Kommune darf der Antrag, wenn überhaupt, nur unwesentlich abweichen. Und obendrein hat der kommunale Bestandsunternehmer bei qualitativ ähnlichem Antrag einen Bestandsschutz und kommt so zum Zuge. Ich finde, diese Regeln sind ausgewogen und fair. Und gleichzeitig sorgen sie für einen Wettbewerb um die beste Qualität. Würden wir auf die Forderungen Ihres Antrags eingehen und die Kommunen und ihre Unternehmen noch stärker stellen, wäre ein Wettbewerb mit privaten Unternehmen nicht mehr möglich und sie würden vom Markt verschwinden. Ich erinnere an die Zahlen, die ich genannt habe. Das entspricht aber nicht dem Ziel, das Sie diesem Antrag im Titel mitgeben, vielleicht Ihren Absichten, aber uns, vor allem in der CDU-CSU-Fraktion, gefällt es auf jeden Fall nicht. Und ich möchte auch noch kurz auf Ihren zweiten Antrag eingehen. Die Maßnahmen und Instrumente, die Sie darin für die Zukunft des ÖPNV fordern, sind von der Bundesregierung zum großen Teil schon aufgegriffen oder betreffen die Kompetenz der Länder. Und dann wollen Sie die Finanzmittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, GVFG, Kollege Kühn hat es ja dargestellt, mit dem der Bund große Investitionen im Nahverkehr in den Ländern mit einem Anteil von 60% unterstützt, von 333 Millionen Euro auf 1 Milliarde aufstocken. Erst vor einem Jahr haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Regionalisierungsmittel, die hauptsächlich dem Schienenpersonennahverkehr zugutekommen, um fast 1 Milliarde Euro pro Jahr zu erhöhen. Und nun werden auch noch die Mittel aus dem GVFG vom Bund über 2019 hinaus weitergeführt, obwohl die Länder ursprünglich diese Mittel nach 2019 selber aufbringen wollten. Das zeigt doch, wie stark sich der Bund hier zugunsten des ÖPNV, für den primär ja die Länder zuständig sind, engagiert. Ganz zu schweigen von den 9,5 Milliarden Euro pro Jahr, die die Länder durch den neuen Länderfinanzausgleich vom Bund erhalten. Im Jahr 2020 sind das dann also annähernd 20 Milliarden Euro pro Jahr, die im vergangenen Jahr beschlossen wurden und die die Länder nach dem heute noch geltenden Grundgesetz nicht gehabt hätten. Und da kommen Sie jetzt und sagen, aber die GVFG-Mittel muss der Bund auch noch zusätzlich auf 1 Milliarde erhöhen. Ich bitte Sie, also das ist fast schon unverschämt. Da war sogar der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg gemäßigter. Der hat nämlich diesem Kompromiss zugestimmt und war damit mehr als zufrieden. Vielleicht sollten Sie bei dem mal 14 Tage hospitieren, Kollege Kühn. Vielen Dank. Die Rede von Michael Dont war das für die CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es mit Sabine Leidig. Sie ist Sprecherin für Verkehrspolitik der Linksfraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Die Linke will öffentlichen Nahverkehr für alle, und zwar in guter Qualität, barrierefrei und bezahlbar, am besten zum Nulltarif. Erstens können und werden dann wesentlich mehr Leute vom Auto in Bahn und Bus umsteigen. Das bestätigt übrigens auch der ADAC. Das wiederum bedeutet weniger Lärm, weniger gesundheits- und klimaschädliche Abgase, weniger Stau und mehr Platz auf den Straßen für schöne Dinge. Zweitens können mit den Öffis, wie die Österreicher es nett ausdrücken, wirklich alle mobil sein. Kinder, Alte, Menschen mit Behinderungen, Umweltbewusste und auch die, die sich kein Auto leisten können. Und genau das wollen wir. Dafür muss umverteilt werden.
und zwar vom Autoverkehr zum öffentlichen Nahverkehr. So wie es jetzt ist, sind die Verkehrsverhältnisse schlicht ungerecht, und zwar sehr konkret. In Kassel zum Beispiel, wo ich wohne, da kostet eine Stunde Parken in der Innenstadt 2 Euro, aber ein Fahrschein in die Innenstadt kostet 2,90 Euro. Im Kaufhaus wird die Parkgebühr erstattet, aber nicht das Busticket. Parken ohne Parkschein kostet 10 Euro, aber Fahren ohne Fahrschein kostet 60 Euro. Und für den Haushalt der Stadt sieht es so aus, dass 88% der Kosten für den ÖPNV gedeckt sind, aber beim Straßenverkehr sind es nur 34%. Das heißt, die Stadt legt dafür ordentlich drauf. Nun unterstützt der Bund auch in Zukunft den ÖPNV über das sogenannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nach langem Ringen mit 330 Millionen Euro pro Jahr, so ist es vorgesehen. Klingt viel, ist aber viel zu wenig. Wenn man es zum Beispiel vergleicht mit den Dieselsubventionen, dann ist es nur 5% davon. Eine Dieselsubvention, die vor allen Dingen den Lkw-Verkehr nützt, die sage und schreibe 7,4 Milliarden Euro jährlich kostet. Und das, obwohl wir wissen, dass Dieselabgase besonders gesundheitsschädlich sind, dass immer mehr Menschen von Reizhusten geplagt sind und Kinder besonders darunter leiden. Ich finde, das ist wirklich unerträglich. Diese Subvention muss weg. Mit den Mehreinnahmen könnte der öffentliche Nahverkehr wirklich ordentlich gefördert werden. Anderes Beispiel. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 sind eine ganze Reihe Straßenbauvorhaben vorgesehen, die überteuert sind, überdimensioniert, die keinerlei Engpass beseitigen, aber die massiv zu Zerstörung von Natur führen werden. Zu diesen widersinnigen Vorhaben gehört zum Beispiel die Küstenautobahn A20 quer durch Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die A100 in Berlin oder die A46 in Nordrhein-Westfalen. Für 12 solcher unnützer Projekte sind 10 Milliarden Euro vorgesehen. Der Bund, der BUND, nennt sie das dusselige Dutzend. Dieser Einschätzung schließen wir uns an. Und wir sagen Nein zu diesen Fehlinvestitionen. Das Geld muss anders eingesetzt werden, und zwar in den flächendeckenden Ausbau der öffentlichen Nahverkehrsmittel. Unser Vorschlag ist ein Verkehrswendefonds mit 10 Milliarden Euro gefüllt, die der Bund zweckgebunden ausgibt an Kommunen und Länder und damit verbindet, dass eine Mobilitätsgarantie gewährt wird. Für die ländlichen Räume insbesondere, denn damit alle die Garantie haben, dass sie binnen einer halben Stunde das nächste Oberzentrum erreichen. Dafür gibt es Konzepte, das lässt sich realisieren und das fordern wir. Es muss überall eine gute Alternative zum Auto geben. Das ist schließlich die Voraussetzung für Freiheit, die Sie immer einfordern. Also mehr und besserer ÖPNV ist notwendig, auch für eine sozial-ökologische Verkehrswende. Außerdem böte ein solches öffentliches Investitionsprogramm sinnvolle Perspektiven auch für viele Beschäftigte in der Automobilindustrie, die jetzt wegen Dieselgate um ihre Arbeitsplätze bangen. Vielen Dank. Soweit Sabine Leidig für die Linksfraktion. Weiter geht es mit Sören Barthol für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr Investitionen für den ÖPNV, da sind wir Sozialdemokraten natürlich dabei. Genauso, wenn es darum geht, für fairen Wettbewerb im Nahverkehr zu sorgen. Aber gerade dafür brauchen wir keinen Antrag der Grünen. Wir müssen den Bund nicht auffordern, einen Gesetzentwurf zur Änderung des PBFG vorzulegen. Es gibt schon eine gute Initiative des Bundesrates, zu der sich der grüne Verkehrsminister des Landes Baden-Württembergs übrigens enthalten hat. Diese Initiative unterstützen wir. Sie sollte schnell beraten werden, damit soziale und ökologische Standards verbindlich definiert werden können und nur die Verkehrsunternehmen, die sie erfüllen, den Zuschlag bekommen. Der Antrag der Länder hat drei Ziele. Anforderungen wie Sozial- und Umweltstandards sollen ein Ablehnungsgrund sein können. Regelungen zur Tariftreue und zum Personalübergang sollen in Nahverkehrspläne und Vorabbekanntmachung aufgenommen werden können. Die wirtschaftliche Erbringbarkeit der eigenwirtschaftlichen Anträge muss über den gesamten Zeitraum dargelegt werden. Ich weiß, dass gerade die letzten beiden Punkte von vielen Omnibusunternehmen kritisch gesehen werden. Deswegen möchte ich mich auf den Punkt konzentrieren, den ich zentral finde. Zuvor definierte soziale Standards müssen ein Ablehnungsgrund sein können, die Hauptforderung auch des Antrags der Grünen.
Und hier brauchen wir Rechtssicherheit, die wir mit der Bundesratsinitiative schaffen können. Gerade auch, weil wir es mit einem hochkomplexen Zusammenspiel aus öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmen, Aufgabenträgern, Genehmigungsbehörden, Verkehrsverbünden zu tun haben. Wir haben in der letzten Legislaturperiode das PBFG novelliert. Ich war an der Kompromissfindung beteiligt und habe natürlich gehofft, dass der Kompromiss länger trägt. Aber wenn uns fast 200 Personalräte öffentlicher Verkehrsunternehmen anflehen, tätig zu werden, wenn Verdi, VDV, die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, der Städtetag mit einer Stimme sprechen, dann kann man das nicht ignorieren. Dann zeigt das, dass es einfach große Sorgen gibt. Und ich kenne die Einwände. Sicherlich, man kann einräumen, es handelt sich nicht um ein Vorhaben des Koalitionsvertrages. Auch warum der Zeitdruck? Warum nicht in Ruhe diskutieren, wie das PBFG in der nächsten Legislaturperiode geändert werden sollte? Oder auch die, und das kann ich mir jetzt nicht ganz verkneifen, die wenig aussagekräftige Evaluierung des PBFG soll zunächst beraten werden. Aber es gibt ein schlagendes Argument dafür, schnell zu sein. Aufgrund der im Jahre 2019 auslaufenden Übergangsfrist für die entsprechende Verordnung wird in den kommenden 2 Jahren die Mehrheit der über 500 kommunalen Aufgabenträger Ausschreibungen oder Direktvergaben durchführen. Davon werden nach Schätzungen von Verdi 3/4 aller Betriebe in Deutschland, ca. 100.000 Beschäftigte direkt und 20.000 bis 30.000 in Subunternehmen betroffen sein. Aktuell haben sich mit nur einer Ausnahme alle Kommunen bei abgelehnten eigenwirtschaftlichen Anträgen mit Klagen auseinanderzusetzen und können den Verkehr nicht endgültig rechtssicher vergeben. Und deswegen möchte ich Sie alle an dieser Stelle bitten, einen Ausgleich zu finden zwischen denen, die sich zu Recht um ihre Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen sorgen, und denen, die befürchten, ihre Geschäftsgrundlage, ihre Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen. Ich habe die Art und Weise, wie wir bei der letzten Novellierung einen Ausgleich erreicht haben, sehr geschätzt. Daran wollen wir anknüpfen und haben deshalb in den vergangenen Wochen Gespräche mit den antragstellenden Bundesländern geführt und auch mit unserem Koalitionspartner. Die mit den Ländern waren sehr konstruktiv. Ihr Antrag gibt unsere Haltung 1:1 wieder. Die mit dem Koalitionspartner, das hat man gerade vom Kollegen Dont gehört, die waren noch nicht ganz so erfolgreich. Aber ich möchte trotzdem, dass wir zueinander kommen können, denn es geht mir und meiner Fraktion ausdrücklich nicht um die Abschaffung der Eigenwirtschaftlichkeit, die muss es weitergeben. Was aber nicht geht, ist, dass Eigenwirtschaftlichkeit durch Sozialdumping erreicht wird. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich gehe davon aus, dass die meisten Verkehrsunternehmer verantwortungsbewusste Arbeitgeber sind. Angesichts des Mangels an Personal ist dies ja ohnehin geboten. Aber wenn ich als Politiker die Möglichkeit habe, durch eine schlanke Änderung des PBFG, nennen wir es einfach mal eine Präzisierung, zu erreichen, dass wer wirtschaftlich ist, weil er Sozialstandards unterläuft, einen Auftrag nicht bekommt, dann will ich die ergreifen. Dann verstehe ich übrigens auch nicht, wie man sich dem versperren kann. Und deswegen bitte ich die Verkehrspolitikerinnen und Verkehrspolitiker, insbesondere der Union, sich einen Ruck zu geben. Lassen Sie sich von Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunalpolitik überzeugen. Reden Sie mit denen, die bei Ihnen für die Arbeitnehmerinteressen einstehen. Hören Sie auf die Bürgermeister Ihrer Partei. Und dann können Sie eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, den Antrag der Länder zu unterstützen. Und das gilt dann natürlich am Ende auch für die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Vielen, vielen Dank. Sören Barthold war das, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und zuständig für den Verkehr. Ja, zum Ausbau des ÖPNV, hat er gesagt, auch zur Privatisierung, aber nicht auf Kosten von Sozialstandards. Weiter geht es mit Thomas Jatschombeck, CDU-CSU-Fraktion. Ich wollte mehr zur Sache reden, aber nachdem der Kollege Barthold hier gerade eine Wahlkampfrede gehalten hat, kann das ja nicht völlig unwidersprochen bleiben. Und deshalb sage ich Ihnen nur eins dazu. Natürlich müssen die Dinge, die wir gemeinsam verabredet haben, auch gemeinsam getragen werden. Und was das Thema betrifft von einem potenziellen Sozialdumping im öffentlichen Nahverkehr, muss erstmal ein vernünftiger Regelungsvorschlag her. Denn, lieber Kollege Barthold, wir sind in Nordrhein-Westfalen gebrannte Kinder durch tariftreue Gesetze, die gerade den Mittelständlern und den kleinen Mittelständlern so viel bürokratisches Blei ans Bein binden, dass kein kleines Unternehmen mehr in der Lage ist, hier Aufträge zu bekommen. Und deshalb müssen diese Dinge auch umsetzbar sein. Wenn sich Andreas Rimkus so aufregt, dann merke ich, dass der offensichtlich getroffen ist davon.
Und ich kann nur sagen, das Tariftreuegesetz, was Unternehmen, was Handwerksbetrieben in Nordrhein-Westfalen Regelungen vorgibt, von Zertifikaten und Siegeln spricht, wo keiner weiß, wie er sie bekommen soll, um auch noch für den dritten Subunternehmer zu bürgen, dass auch der sich tariftreu verhält. Das ist mittelstandsfeindlich. Und wir müssen mittelstandsfreundliche Regelungen schaffen, meine Damen und Herren. So, davon ab wollte ich Ihnen eigentlich eine gute Nachricht präsentieren. Denn auch wenn das für einen Düsseldorfer jetzt ein schwerer Gang ist, gerade die in Köln beheimateten VRS zu zitieren, aber erneuter Rekord bei Fahrgastzahlen und Einnahmen. Das ist eine Pressemitteilung des VRS vom Montag. Und der öffentliche Nahverkehr schreibt seit Jahren in Deutschland eine riesige Erfolgsgeschichte. Jedes Jahr mehr Fahrgäste. Und der öffentliche Nahverkehr ist eindeutig ein Gewinner der Digitalisierung. Denn Kunden, die früher nicht wussten, wann eine Straßenbahn kommt, können das jetzt mit der App erfahren. Sie können gleich ein Ticket kaufen. Beim Warten an der Haltestelle sind Sie jetzt beschäftigt. Sie sind auch beim Fahren im Verkehrsmittel häufig beschäftigt mit Ihrem Handy. Und gerade junge Leute sagen, ich fahre doch lieber Bus und Bahn, da kann ich weiter bei Facebook und Co. etwas machen, was ich beim Autofahren nicht kann. Und deshalb sind die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe Gewinner. Aber sie müssen es auch bleiben. Und hier stehen natürlich Herausforderungen an. Und Kollege Kühn, zu Recht haben Sie das herausgestellt, wir brauchen aus dieser kleinen Staaterei endlich eine gemeinsame Plattform. Ich habe auf meinem Handy nachgezählt, ich habe 9 Mobilitäts-Apps, die ich alle regelmäßig brauche. 3 davon für die Rheinbahn, für die BVG, für die Deutsche Bahn. Das muss integriert werden. Richtig ist, dass der Bundesverkehrsminister 16 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, um eine einheitliche Plattform zu machen. Denn natürlich möchte ich mit der Rheinbahn-App auch Tickets bei der Bahn kaufen können, auch bei der BVG. Und wenn ich nach Frankfurt, Hamburg oder München fahre, dann eben auch dort. Ich möchte aber insbesondere, und das ist meine Forderung auch an die Nahverkehrsunternehmen und an die Verbünde, weg von diesen albernen Karten. Warum brauchen Sie für Ihr Rheinbahnticket noch eine Karte im Portemonnaie? Wir machen jetzt gerade die Novelle des Personalausweisgesetzes. Und der Personalausweis als universelle ID, genauso wie auch alternativ vielleicht eine Bankkarte, sollten doch ausreichend sein, um als Verkehrsticket zu dienen. Die gerade die Kunden, die wenig fahren, verschrecken Sie damit, dass man sich erst aufwendig solche Karten beschaffen und dann auch transportieren muss. Ein weiteres wichtiges Thema ist Open Data. Wir werden hier morgen im Deutschen Bundestag das erste Open Data Gesetz einbringen. Und da bin ich persönlich auch stolz drauf, weil das auch ein wirklich großer Meilenstein ist. Und diese Open Data Strategie, nämlich dass die Daten, die der Allgemeinheit gehören, auch für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden müssen, sind eine Innovationsquelle. Und die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen dürfen hier nicht auf Datenpötten sitzen. Ich weiß von Leuten, die innovative Verkehrs-Apps programmieren, wie schwer das ist, mit jedem einzelnen Verkehrsverbund zu verhandeln, wie man an die Fahrplandaten, an Echtzeitdaten kommt und auch noch an eine Schnittstelle, um Tickets zu verkaufen. Die Aufgabe der Nahverkehrsunternehmen besteht nicht darin, Google Konkurrenz zu machen, mit großem Aufwand eine eigene Plattform zu produzieren und dann die Daten darin abzuschließen. Sondern die Aufgabe der Nahverkehrsunternehmen besteht darin, auf so vielen Plattformen wie möglich für ihr Produkt zu werben. Das bedeutet eben, Verbindungen dort präsent zu machen, Angaben dort zu platzieren und Menschen zu ermuntern, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Wir haben darüber hinaus eine große Herausforderung, die damit einhergeht, dass BMW beispielsweise angekündigt hat, dass schon in 4 Jahren Fahrzeuge selbst fahren. Und auch diese Woche haben wir den Gesetzentwurf zum automatisierten Fahren hier im Plenum. Und das wird auch eine große Herausforderung für die Nahverkehrsunternehmen. Und wir haben letzte Woche auf der CeBIT mit unserer Arbeitsgruppe schon mitfahren dürfen in einem selbstfahrenden Bus, der 9 bis 12 Leute transportieren kann und der für die Schweizer Post im Kanton Wallis unterwegs ist. Ein tolles Projekt. Es gibt ebenfalls auf dem EUREF Campus hier in Berlin etwas Vergleichbares. Und ich glaube, das ist wichtig, dass der öffentliche Nahverkehr dieses Thema sehr deutlich voranstellt. Die Zeit der großen Gefäße ist langsam aber sicher vorbei. Und Menschen haben immer individuellere Bedürfnisse.
gerade über die Apps lernen Nahverkehrsunternehmen, wo Kunden herkommen und wo sie wirklich hinfahren wollen. Und das müssen wir berücksichtigen. Und deshalb erwarte ich von den Nahverkehrsunternehmen, dass sie auf diese Plattform auch setzen und diese selbstfahrenden Fahrzeuge eben in der Spitze ansetzen und sich hier in die Spitze der Bewegung setzen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist der allerletzte. Um den Erfolgsfaktor, den wir heute haben, auch fortzusetzen, brauchen wir eins, nämlich WLAN. Und zwar nicht nur in den Haltestellen, sondern auch in den Verkehrsmitteln. Das ist gerade für junge Leute ein immer wichtigerer Aspekt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beim Thema WLAN hier eine große Initiative in den Nahverkehrsunternehmen betreiben. Dafür werbe ich, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Thomas Jatzombeck für die CDU-CSU-Fraktion, der hier das Hohelied der Digitalisierung um und für den öffentlichen Personennahverkehr gesungen hat. Weiter geht es mit Kerstin Krassner für die Linksfraktion, deren Sprecherin für Kommunalpolitik sie ist. Wir haben es hier mit einem Thema zu tun, was für uns alle sehr wichtig ist und was, glaube ich, in der Zukunft noch viel bedeutendere Anforderungen an uns alle stellen wird. Und denen gilt es zu genügen. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe eigentlich immer gerne recht. Aber an einer Stelle hätte ich mir gewünscht, dass das, was meine Kolleginnen und Kollegen in ihrer Erklärung zur Novelle des Personenbeförderungsgesetzes im Jahre 2012 prognostiziert haben, dass das nicht wahr wird. Nämlich, dass es einen Verdrängungswettbewerb geben wird und dass tatsächlich der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre dazu führt, dass kommunale Unternehmen verdrängt werden. Und wer das leugnet, Herr Dohnt, wer das leugnet, gucken Sie sich an, was in Pforzheim passiert ist. Ein 104 Jahre altes Unternehmen mit 250 Beschäftigten musste aufgeben. In Hildesheim steht Ähnliches bevor. Dort schätzt man ein, dass 30% die tarifliche Bindung nach unten bewegt werden müsste, damit sie den Bestand haben gegenüber den sogenannten eigenwirtschaftlichen Verkehren entsprechen können. Das ist Dumping in meinen Augen. Das muss man so eindeutig benennen. Und das wollen wir nicht. Deshalb gehört dieser Vorrang abgeschafft. Und ich sage Ihnen, neben diesem ersten, was mir besonders wichtig ist, soziale Standards, dass die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, für ihre Arbeit ordentlich entlohnt werden, gibt es noch einen zweiten Grund, der mir auch auf der Seele brennt. Das ist die Frage, eigenwirtschaftlich ist es wirklich eigenwirtschaftlich? Wir alle wissen, dass es Ausgleichszahlungen gibt für Menschen, die mit Schwerbehinderungen ein entsprechendes Ticket für bargeldlosen Verkehr bekommen. Das ist gut so, das finde ich auch richtig. Aber wenn auf der anderen Seite das Geld fehlt, um die Busse absenkbar zu machen, um wirklich Möglichkeiten zu schaffen, dass man auch in den Bus hineinkommt und dass es dort Plätze im Bus gibt, dass man mit dem Rollstuhl auch tatsächlich mitgenommen werden kann, ja, dann muss ich sagen, fehlt es an den Regelungen tatsächlich etwas. Hier muss mehr getan werden. Und als Landrätin, ehemalige der Insel Rügen, ist mir natürlich auch sehr wichtig, dass es tatsächlich einen kommunalen Gestaltungsspielraum gibt. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, der Kampf um den Nahverkehrsplan ist jedes Mal ein Ring um das Status quo. Die Insel Rügen ist vielleicht noch nicht der typischste Faktor, weil wir sehr viele Gäste haben, die das ÖPNV-System auch nutzen. Aber ich kenne in meiner Heimatregion ländlich geprägte Räume, wo wirklich nur noch der Schulbus in die einzelnen Orte kommt. Und an der Stelle sage ich, muss mehr getan werden. Vielleicht erinnern Sie sich alle noch an die Kreativitätsspiele in der Schule, wo man mal aufmalen sollte, wie man sich die Kommune der Zukunft mit der verkehrlichen Anbindung fortsetzt. Gibt es bestimmt viele kreative Vorschläge und Ideen, was man dort so umsetzen könnte. Es scheitert aber daran, dass die Kommunen diese Ideen kaum aufnehmen können, dass sie keine Möglichkeiten haben, das finanziell tatsächlich zu untersetzen. Und da ist meiner Meinung nach ein bargeldloses Zahlungssystem, eine WLAN-Anbindung für viele wirklich noch eine
lächerliche Nebensächlichkeit, sondern erst einmal muss ein Bus kommen, muss es auch wirklich sein, aus dem Dorf in das jeweilige Zentrum zu gelangen. Und dafür brauchen wir Ansätze, und die müssen wir gemeinsam finden. Und da wünschte ich mir, dass es eine Innovationsoffensive gibt, damit den Kommunen Unterstützung gegeben wird, solche Lösungen zu finden. Der Bürgerbus alleine wird es nicht lösen. Also machen wir uns auf den Weg, gehen wir mit unseren Kommunen in die Zukunft auch auf diesem Gebiet. Vielen Dank. Die Rede war das von Kerstin Kassner für die Linksfraktion, die hier ganz andere Probleme ausgemacht hat im ländlichen Raum, wo es eben kaum noch öffentlichen Personennahverkehr gibt. Weiter geht es mit Sebastian Hartmann für die SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, herzlichen Dank für die Initiative, die Gelegenheit, noch mal deutlich zu machen, dass wir deutliche Unterschiede auch in einer großen Koalition haben. Das ist gut so und das ist wichtig, gerade wenn es man mit dem Blick auf den Wahlkampf zugeht. Und deswegen das erste Wort auch an den Kollegen Jatzombek. Es ist doch eigentlich ein absurder Vorwurf, jemanden eine Wahlkampfrede vorzuwerfen. Wahlkampf ist die Hochphase der Demokratie. Wir machen deutlich, wo die Unterschiede bestehen, damit die Wählerinnen und Wähler auch den Unterschied erkennen und eine gute Wahl treffen können. Eine schlechte Wahl würden Sie treffen, wenn Sie den Kollegen der Union folgen würden. Und gerade das, was Sie als Nordrhein-Westfale gesagt haben zum Thema Tariftreue, da sage ich, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Das wollte ich unbedingt mal als Verkehrspolitiker sagen. Denn wenn man dem folgt, was Sie zum Thema Tariftreue ausgeführt haben, dann schädigen Sie das System Nahverkehr in Deutschland nachhaltig. Sie schädigen die Beschäftigten, die auf gute Rahmenbedingungen angewiesen sind. Sie schädigen auch diejenigen, die auf guten Nahverkehr angewiesen sind, die in den Bussen transportiert werden und in den Bahnen. Und deswegen... Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Sofort. Sofort. Bitte, Herr Jelkomt. Ja, jetzt zum Weg. Okay. Die Zeit läuft kurz drücken noch. Und dann warten. Noch weiter. So. Die Zeit läuft noch. Kruf. Noch ein Momentchen warten. So, jetzt ist es so. Da. Das Mikrofon ist noch nicht im Wahlkampfmodus. Und das ist auch gut so. Und Herr Kollege Hartmann, der Unterschied zwischen uns ist vielleicht der, dass wir noch bis zum Sommer gewählt sind, regieren und konstruktiv arbeiten wollen und nicht schon im März in den Wahlkampfmodus gehen. Meine Frage an Sie, weil Sie gesagt haben, dass Sie sich jetzt so unterscheiden von dem, was ich vorhin gesagt habe. Habe ich ja gesagt, dass wir sehr dafür sind, dass es Tariftreuepflicht gibt bei den Unternehmern im Nahverkehrsbereich, aber diese Regelungen so ausgestaltet sein müssen, dass sie auch für Mittelständler und für Handwerker leistbar sind und nicht zum Bürokratiemonster werden. Was genau haben Sie daran zu kritisieren? Ja, sehr geehrter Herr Kollege Jatzombek, der ja auch aus Nordrhein-Westfalen kommt, ich habe Ihnen in der letzten Woche am Freitag angekündigt, wenn die Union mir noch ein einziges Mal ein Bürokratiemonster vorhält, dann werde ich Sie daran erinnern, was Sie bei der Pkw-Maut beschlossen haben, an Datenkraken und so weiter. Ich danke Ihnen herzlich, dass ich nach der ersten Rede zur Pkw-Maut nun diese Gelegenheit habe, das mit großer Freude Ihnen zurückzuspielen. Der Punkt ist doch noch anders. Der Punkt ist doch noch anders. Wenn wir bei Tariftreue... Nein, Sie müssen jetzt zuhören. Sie haben die Frage gestellt und Sie haben mir die Chance gegeben und ich freue mich darüber. Wenn in 16 Bundesländern in Deutschland 14 Tariftreueregelungen haben, nur zwei, nämlich Sachsen und Bayern nicht, dann müssen sich doch die beiden Länder fragen lassen, warum sie diese Regelung nicht haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es kann doch nicht sein, dass wir im öffentlichen Personennahverkehr ein Tarifdumping erleben mit den Sozialstandards, dass wir noch nicht mal in der Lage sind zu dokumentieren, was sind denn die Standards, die wir schützen wollen. Der dritte Punkt ist, wir haben das Tariftreuegesetz auf den Weg gebracht, auch wenn wir nicht im Landtag Nordrhein-Westfalen sind. Aber es geht um den Schutz von Beschäftigten. Wenn Sie sich hier hinstellen und das als Bürokratiemonster darstellen, dann sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Beschäftigte der Betriebe, all diejenigen, die in Nordrhein-Westfalen vielleicht an den 14. Mai denken, achten Sie darauf, wer die Regelungen abschaffen will, achten Sie darauf, wer Sie schützen will. Achten Sie darauf, wer Sie in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Danke, Hannelore Kraft. Und ich bleibe dabei, Wahlkampf ist die Hochphase der Demokratie. Man muss den Unterschied deutlich machen. Und wenn wir zu den anderen Unterschieden kommen, der Kollege Bartol hat doch völlig recht. Wir wollen doch das Personenbeförderungsgesetz behutsam weiterentwickeln. Wenn wir merken, dass wir an Ausschreibungsgrenzen kommen, die Eigenwirtschaftlichkeit und die gemeinwirtschaftlichen Verkehrsverträge auch in Einklang miteinander zu bringen.
Und natürlich ist es richtig, was die Grünen gesagt haben. Der ÖPNV ist ein Erfolgsmodell in Nordrhein-Westfalen, wie in anderen Bundesländern auch. Über 10,2 Milliarden transportierte Menschen, die eben mit dem Nahverkehr in Deutschland unterwegs sind. Und damit tun wir etwas für die Metropolräume, wir tun etwas für den ländlichen Raum. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Nahverkehr auch schützen und weiter ausbauen. Ich sage auch als Verkehrspolitiker auf Bundesebene, der Verantwortung trägt, ja, ich freue mich, dass das Gemeindeverkehrswegefinanzierungsgesetz fortgeschrieben wird. Ja, das ist eine gute Vereinbarung, dass man sich da entschieden hat, bestimmte Regelungen der Entflechtung zurückzuführen. Aber ich gebe genauso offen zu, dass ich nicht die Augen davor verschließe, dass wir mehr Investitionen in den kommunalen ÖPNV brauchen. Wir müssen den Erhaltungs- und Sanierungsstau eben entsprechend auflösen. Und ich glaube, auch mit dem Blick auf die Wahlen, die nun kommen, ja, lassen Sie uns das als Ausgangspunkt nehmen, dass diese bundesgesetzliche Regelung fortgeschrieben wird. Aber wir können doch in einer neuen Koalition, in einer besseren Koalition, als wir sie heute haben, mehr für den öffentlichen Nahverkehr tun, indem wir dort mehr investieren und sagen, ja, man muss diesen kommunalen Investitionsstau abbauen. Das ist doch das Ziel der sozialdemokratischen Verkehrspolitik, meine Damen und Herren auf den Tribünen, wenn Sie am 24. September darüber entscheiden werden, wie zukünftig in Deutschland der Verkehr organisiert wird. Aber das ist doch nicht verwerflich. Wir haben doch jede Menge Alternativen hier schon im Plenum, wo man sagen kann, ich kann eine freie Wahlentscheidung treffen. Und das ist das Tolle in unserem demokratischen freien Land, dass es hier Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Aber lassen Sie uns auf dem Weg, und da schließe ich an die Frau Landrätin außer Dienst an, natürlich, ich trage auch kommunale Verantwortung. Ich sage mal als stellvertretender Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, ja, wir haben Ausschreibungen vorgenommen. Und diese Ausschreibung, was wir aus den Kommunen hören, heißt, wir haben Sorgen, was die Rechtssicherheit angeht. Wir haben Sorgen, wie wir eben auch die Sozialstandards so abbilden, dass wir europäisches Recht berücksichtigen, weil wir dieses Regime beachten müssen und dass wir das zukünftig aber so gestalten wollen, dass Eigenwirtschaft nicht gegen Gemeinwirtschaft ausgespielt wird. Denn man sollte auch nicht dem Denkfehler unterliegen, dass der private Unternehmer automatisch raus ist, wenn es um einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag geht. Wer ist denn Subunternehmer in den Kommunen? Auch dort ist ein Zusammenspiel erkennbar. Und ich kenne auch jede Menge private Unternehmen, die sich auch an Tarifregeln halten und dafür, dass es gute Arbeit gibt. Lassen Sie doch nicht diese alte Geschichte daraus machen, dass der eine gegen den anderen geht, sondern lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass derjenige, der Tarifrecht bricht und mit Sozialdumping einen Vorteil erlangen will, eine rote Karte gezeigt wird, Kolleginnen und Kollegen. Und mich freut natürlich als Nordrhein-Westfale umso mehr, dass, wenn es darum geht, das Personenbeförderungsgesetz fortzuentwickeln, dass mein Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen einen guten Vorschlag eingebracht hat. Wenn die Grünen nun sich nur im Bundesrat enthalten haben, was der Kollege Barthol dargestellt hat, dann heißt das noch lange nicht, dass der Bundesrat nachher einvernehmlich darauf achtet, dass wir als Bundestag hier unserer Verantwortung nachkommen. Wenn man Evaluierungspflichten in ein Gesetz schreibt und sagt, wir müssen uns die Personenbeförderungsrechte noch mal anschauen, das Gesetz, dann heißt das für uns als Gesetzgeber, wenn wir es in dieser Koalition nicht hinbekommen, dann werden wir es vielleicht nach der Wahl umso dringender tun müssen. Wir werden nach der Zeit, nämlich innerhalb der nächsten zwei Jahre, deutlich mehr Ausschreibungen haben und deutlich mehr offene Fragen. Das ist unsere Verantwortung. Und wir würden uns freuen, wenn wir es jetzt schon in dieser laufenden Wahlperiode eben entsprechend auf den Weg bringen können. Und Herr Kollege Jacombeck, da bin ich komplett bei Ihnen. Wir sind jetzt nicht im Wahlkampfmodus, sondern müssen nach wie vor unserer gesetzgeberischen Verantwortung nachkommen und dann eben das Gesetz jetzt schon anpacken und nicht erst den Wahltermin verstreichen lassen. Wir würden schneller Rechtssicherheit hinbekommen. Das Angebot steht, bleibe bei Ihnen. Und ich freue mich genauso auch auf die Aussprache morgen zum E-Government-Gesetz. Wir werden das ja auf den Weg bringen. Da können wir aber in der Koalition noch mutiger sein, denn wir sollten immer als Bund mit gutem Beispiel vorangehen. Meine Damen und Herren, der öffentliche Nahverkehr ist in Deutschland auf dem Erfolgsweg. Wir haben nicht nur mit den Regionalisierungsmitteln deutlich mehr in den schienengebundenen Nahverkehr investiert. Wir haben die Chance, das GVFG fortzuentwickeln, das Gemeindeverkehrswegefinanzierungsgesetz. Das ist ein großes Angebot. Diesen Ball der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nehmen wir auf. Das Gute erhalten, das andere noch viel besser machen, mehr Investitionen in den Nahverkehr. So schützen wir Metropolen, so gestalten wir den ländlichen Raum. Das ist das Ziel der sozialdemokratischen Verkehrspolitik. Danke für die Aufmerksamkeit. Sebastian Hartmann war das für die SPD-Fraktion. Auch seine Forderung hieß, mehr Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr. Weiter geht es mit Britta Hasselmann, der Sprecherin für Kommunalpolitik der Bündnis Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
Wenn Sie so aufheulen und wir hier schon so einen kleinen Vorgeschmack auf die nächsten 5 Sitzungswochen haben, was das Wahlkampfgeplänkel zwischen Union und SPD angeht, dann kann unser Antrag zu einem fairen Wettbewerb für die kommunalen Verkehrsunternehmen, für die Menschen vor Ort, die den Nahverkehr nutzen, nicht so falsch gewesen sein. Meine Damen und Herren, eine kleine Vorbemerkung zur Pkw-Maut, weil vorhin auch so ein Schlagabtausch hier stattfand und man den Eindruck hatte, eigentlich will niemand mehr so recht für dieses unsinnige, bürokratische, europafeindliche Projekt Verantwortung übernehmen. Letzten Freitagmorgen ist dieses Projekt mit Stimmen von Union und SPD wieder jede Vernunft hier verabschiedet worden. Meine Damen und Herren, wir Grüne, Herr Dohnt, erst mal zu Ihnen vielleicht ganz kurz, dass Sie sich jetzt hier in so einer Art und Weise so flach, ja, im Sinne von, wir sind hier für die Privaten, ihr wollt hier die Planwirtschaft äußern. Also hat doch mit Sachverstand nichts zu tun. Ich bitte Sie. Das ist 1:1 die Position. Da haben Sie wahrscheinlich eine Presseerklärung des Bundesverbandes der deutschen Omnibusunternehmen übernommen. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur sagen, dieses Problem ist wesentlich komplexer. Die kommunalen Spitzenverbände, 200 Personalräte, Verdi, viele weitere Arbeitnehmervertreterorganisationen, die Sören Barthold gerade genannt hat, alle warnen uns davor und bitten uns darum, und zwar nicht nur die Länder, sondern auch den Gesetzgeber Deutscher Bundestag, zu sagen, beim Personenbeförderungsgesetz ist was aus dem Ruder gelaufen. Da geht was in eine falsche Entwicklung, wenn es um das Thema fairer Wettbewerb geht. Und alle, die sich damit beschäftigen, in den Kommunen, in den Ländern und auch hier, wissen, dass das so ist und dass es da ein Problem gibt, wo wir nachsteuern müssen, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es so bedauerlich, Herr Dohnt, wenn Sie so eine Linie aufmachen. Ich sage Ihnen mal, unterhalten Sie sich doch mal mit Michael Dreyer, Bürgermeister aus Paderborn. Der trägt nicht mein Parteibuch. Der ist CDU-Mitglied. Der bittet uns alle darum, sowohl die Landesebene als auch die Bundesebene, endlich aktiv zu werden, weil in 2016 und 2017 viele Verkehrsverträge auslaufen und dann die Problematik ganz zugespitzt für die kommunalen Verkehrsträger da sein wird, überhaupt noch dem fairen Wettbewerb eine Chance zu geben, meine Damen und Herren. Deshalb ist es der Grund, weshalb wir das Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt haben. Es geht um nicht weniger als die Existenz vieler kommunalen Verkehrsbetriebe. 2012 wurde der Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit für private Verkehrsunternehmen im Personenbeförderungsgesetz neu justiert. Und heute machen eben viele Bürgermeister und Gewerkschaften sich sehr ernsthaft Sorgen darüber, wie die Zukunft ihrer kommunalen Verkehrsbetriebe aussehen kann. Sie alle kennen den Fall Pforzheim, wo ein städtischer Verkehrsbetrieb, das wurde vorhin schon von zwei Rednern angesprochen, in den letzten Jahren komplett abgewickelt werden musste, weil eine Tochter der DB Regio eine eigenwirtschaftliche Genehmigung zum Betrieb des gesamten Stadtverkehrs bekommen hatte. In Hildesheim lief es ganz genauso. Hier konnte der eigenwirtschaftliche Antrag gerade noch abgewehrt werden, und zwar der Preis war der, dass veränderte Arbeitsbedingungen vereinbart wurden, um überhaupt den Vertrag zu halten und kriegen zu können. Natürlich auf dem Rücken der Beschäftigten wurden Standards abgesenkt. In vielen anderen Städten, Kiel, Leverkusen, Hamm, Gotha, Esslingen, Oldenburg, Saarlouis, um nur ein paar zu nennen, lief es ganz genauso. Und 2017 werden viele weitere Verkehrsverträge auslaufen. Und da so eine Position aufzumachen nach dem Motto Privat vor Staat, die wollen das alles ganz anders, ist doch völliger Quatsch. Wir wollen, dass kommunale Verkehrsunternehmen faire Wettbewerbschancen haben. Und das ist heute nicht so durch den beschriebenen Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit. Und ich finde es wichtig, dass wir uns als Deutscher Bundestag dazu verhalten und nicht sagen, wir vertagen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag oder sagen, die Bundesratsinitiative, die nicht nur von einem Bundesland kommt, sondern von Nordrhein-Westfalen, von Niedersachsen, von Schleswig-Holstein, da regieren Grüne und SPD gemeinsam und haben diese Initiative auf den Weg gebracht.
Hier im Bundestag ist das aber für uns kein Grund, dass wir uns jetzt wegducken, einen schlanken Fuß machen und sagen, bis zum 24. September passiert gar nichts oder wir warten mal auf die Bundesratsinitiative. Jede und jeder von uns weiß, eine Bundesratsinitiative kann auch versauern. Die wird einfach liegen gelassen. Deshalb muss der Bundestag sich dazu positionieren und endlich einen fairen Wettbewerb, nicht den Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit für Private so festschreiben, wie er heute festgeschrieben ist. Das sichert nicht die Zukunft der kommunalen Verkehrsunternehmen. Das verzerrt den Wettbewerb, den wir an dieser Stelle gar nicht scheuen, aus den Kommunen heraus. Und deshalb ist es wichtig, dass der Bundestag sich positioniert, meine Damen und Herren. Britta Hasselmann war das, Bündnis 90 Die Grünen, die sich hier noch einmal stark gemacht hat für fairen Wettbewerb zwischen den kommunalen und den privaten Unternehmen im öffentlichen Personennahverkehr. Das bedeutet vor allem kein Lohndumping. Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ja eine muntere Debatte, die wir da aus Nordrhein-Westfalen heute hier in Berlin führen. Wir sind immer noch der Bundestag und nicht der Landtag. Auch, liebe Kollege Hasselmann, ich freue mich, dass Sie sich zu verkehrspolitischen Themen erstmals äußern. Herzlich willkommen in der Verkehrspolitik heute Vormittag im Deutschen Bundestag. Wir haben vielleicht zur Erinnerung, und der Kollege Bartol hat es ja vorhin angesprochen, übereinstimmend in der letzten Periode, fraktionsübergreifend uns mit diesem doch sehr komplexen Thema auseinandergesetzt und einen sehr guten Kompromiss gefunden, in dem sich am Ende alle wiedergefunden haben. Und all die Positionen, die wir heute diskutieren, lagen damals 1:1 auf dem Tisch. Es ist also nichts Neues. Und dieses Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, das erlaube ich mir jetzt auch als Kommunalpolitiker zu sagen, hat zumindest bei mir den Praxistest bestanden, weil man über einen guten Nahverkehrsplan, bei dem man sich natürlich Zeit nehmen muss und viel diskutieren muss in den kommunalen Gremien, am Ende Verkehre organisieren kann, und die können eigenwirtschaftlich sein. Das funktioniert, das wollten wir damals so, und so werden auch wir in weitere Gespräche dazu gehen. Nur, liebe Kollegin Kassner von den Linken, der Angriff, den Sie so dargestellt haben, auch Sie, liebe Kollegin Hasselmann, der Angriff der Privaten auf die Kommunen in der Form, wie sie es beschrieben hat, der findet derzeit nicht statt. Die Zahlen, und das bitte in aller Ruhe, die Zahlen sagen anderes. 27 Mal ging es von privat an Kommune und nur ganz selten. Und da gibt es nun mal das Beispiel Pforzheim, das von allen rauf und runter dekliniert wird, andersrum. Wir sollten also ein bisschen ruhiger in dieser Debatte damit umgehen, vor allem, weil wir doch wissen, dass wir in dem Gesetz, lieber Sören Barthol, damals auch in verantwortlicher Position Sozialstandards regeln können. Ich verweise auf die Vorabbekanntmachung des § 8 Absatz 2 in Verbindung mit 13 Absatz 2a PBFG. Er nickt, er weiß ganz genau, dass an dieser Stelle Sozialstandards geregelt werden können. Man also kein neues Gesetz braucht, um das zu regeln, was hier geregelt werden soll. Man muss ein Gesetz umsetzen, aber nicht immer reflexartig nach einem neuen Gesetz rufen. Ich will jetzt auch nicht über Bürokratiemonster und Nebelkerzen und sonstige rot-rot-grüne Träume, lieber Kollege Hartmann, reden. Ich sage nur eines. Wir haben die Möglichkeit, auf Landesebene die Dinge so in den Griff zu bekommen, und so schreibt ja auch der VDV, der jetzt nicht verdächtig ist, hier in einer besonderen Nähe zu uns zu stehen, dass es keine Probleme gibt. Nämlich wie in Bayern, indem man Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt.
Und da kann ich nur Richtung Nordrhein-Westfalen oder Richtung Brandenburg sagen, rot-rot, rot-grün, dann erklären Sie doch die Tarifverträge für allgemeinverbindlich, dann haben Sie das Problem nicht. Dankeschön, Horst Seehofer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der weitere Antrag kann ja nur unter dem Aspekt, ich ziehe jetzt was auf, verstanden werden. Denn Regionalisierungsmittel im Schienenpersonennahverkehr 8,2 Milliarden. Der Kollege Dont hat es gesagt, noch nie so viel Geld, noch nie so viel Geld in den Schienenpersonennahverkehr. Wir haben die Zahlungen mit 1,3 Milliarden Entflechtungsmittel. Wir haben GVFG-Bundesprogramm weiterhin 330 Millionen erhalten. Lieber Enag Ferlemann, der Hinweis vorhin beim Schienenlärmgesetz, dass es noch nie in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine so erfolgreiche Verkehrspolitik gegeben hat wie diese, ist richtig. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, an dieser Stelle jetzt irgendetwas rumzumäkeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir glauben derzeit nicht, dass man mit irgendwelchen kleinen, schnellen Maßnahmen bei einem sehr komplexen Thema etwas ändern muss. Man kann ein Gesetz umsetzen, dazu fordere ich die Länder auf. Man kann Tarifverträge allgemeinverbindlich erklären, dafür sind die Länder ebenfalls zuständig, dazu fordere ich auch die Länder auf. Und dann die Bitte an die kommunalen Gremien, nutzen Sie die Möglichkeit des Nahverkehrsplans, er bietet unendlich viel. In diesem Sinne bin ich sicher, dass wir weiterhin den öffentlichen Personennahverkehr stärken mit einem ausgewogenen, sehr guten Personenbeförderungsgesetz. Herzlichen Dank. Soweit die Rede von Ulrich Lange, der hier auf die erfolgreiche Verkehrspolitik verwiesen hat. Es lohne sich nicht, daran herumzumäkeln. Was die Tarifverträge angehe, das sei Sache der Länder. Weiter geht es mit Birgit Köppel für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Anträge der Grünen befassen sich mit dem Problem des öffentlichen Nahverkehrs. Und dieses Problem nehmen wir in der SPD auch sehr ernst. Für uns gilt, wir brauchen gleichwertige Lebensverhältnisse überall in Deutschland, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Dazu zählt für uns natürlich auch die Mobilität. Wir haben uns insbesondere im letzten Jahr sehr viele Gedanken gemacht in unserer Fraktion, unter anderem in verschiedenen Projektgruppen. Eine davon hieß Neuer Zusammenhalt. Und hier ging es tatsächlich auch um deutschlandweit mobil, auch in ländlichen Regionen. So hieß die Überschrift. Denn besonders der ländliche Raum ist auf eine gut funktionierende Mobilität angewiesen, meine Damen und Herren. Ich komme selber vom Land und ich kann nur bestätigen, noch immer fährt man hier mit dem Auto. Es gibt ja auch wenig Alternativen. Morgens ist zwar der Schulbus voll ausgelastet und Herr Kühn, Ihr Ausdruck Ölsardine passt da durchaus, gerade bei der Schülerbeförderung. Und in den Randzeiten, da kommt man nicht von A nach B, weil der Bus oder die Regionalbahn, die fährt eben nur 2, 3, 4 Mal am Tag. Und für die im Schichtdienst arbeitende Krankenschwester nutzt das überhaupt nichts. Und das nutzt auch dem Facharbeiter, der morgens um 6 seine Schicht beginnt, genauso wenig. Klar ist aber auch, der ländliche Raum kann niemals ein vergleichbares Angebot an öffentlichen Verkehren bereitstellen wie große Städte oder unsere Ballungszentren. Aber wir brauchen und wir müssen im ländlichen Raum Wege und Möglichkeiten finden, um jungen Menschen, älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen eine aktive Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Und hier, da sind wir auch Ihrer Meinung, liebe Grüne, hier muss der Bund sich fortlaufend und auch in ausreichender Höhe an der Finanzierung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur beteiligen. Dafür steht die SPD-Bundestagsfraktion und dafür stehe auch ich als Abgeordnete eines solchen ländlichen Raums. Trotzdem, Geld allein wird in Zukunft nicht reichen.
Denn unser ländlicher Raum steht vor großen Herausforderungen. Da haben wir zuerst mal den demografischen Wandel. In unseren Dörfern, ja, die Bevölkerungszahl nimmt zum Teil erheblich ab. Es verschiebt sich auch die Bevölkerungsstruktur. Weniger Schülerinnen und Schüler, dafür mehr ältere Menschen. Und für die öffentlichen Verkehre bedeutet diese fortlaufenden Veränderungen ein hohes Maß an Unsicherheiten. Dessen müssen wir uns auch klar sein. Es ist schwierig vor diesem Hintergrund und langfristig, sicher und gut zu planen und vor allen Dingen die Finanzierung auch zu sichern. Geld allein reicht nicht, um das Problem der öffentlichen Verkehre zu lösen, habe ich gerade schon gesagt. Dafür braucht es auch viel Engagement der Bürgerinnen und Bürger und gute Rahmenbedingungen von uns, nämlich von der Politik. Es müssen mehr Mobilitätskonzepte erarbeitet werden, weil es geht nicht um immer mehr und immer schneller. Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept. Konkret heißt das zum Beispiel, in den Randzeiten sollten Bürgerbusse, Kombibusse und Sammeltaxen flexibel eingesetzt werden. Und ergänzen kann man das noch durch Fahrgemeinschaften und Hohl- und Bürgerdienste bzw. Bringdienste. Aber wie erfahren die Bürger und Bürgerinnen davon? Wie können sie, wie auch in unseren Städten, sich informieren und vernetzen? Ja, meine Damen und Herren, und insbesondere Herr Kollege Jarzombek, Carsharing könnte auch ein Konzept für die Mobilität im ländlichen Raum sein. Aber hier wiederum ist eine moderne Telekommunikationsinfrastruktur ganz, ganz wichtig. Auch wir Landeier, das war jetzt eigentlich der Punkt, an dem ich Sie ansprechen wollte, wir benutzen Smartphones und für uns ist das Internet keinesfalls Neuland. Wir sind daher auf eine flächendeckende Breitbandversorgung und ein ausreichendes Funknetz geradezu angewiesen. Weil Daseinsvorsorge im Bereich Mobilität und im Bereich Breitbandversorgung und Funknetz gehören im ländlichen Raum schlicht und einfach zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Mit der Breitbandversorgung sind wir bereits auf einem guten Weg und jetzt muss die Verbindung mit der Mobilität gestaltet werden. Gute Mobilität im ländlichen Raum wird auch in Zukunft möglich sein, wenn wir jetzt daran gehen und die Voraussetzungen jetzt und heute dafür schaffen. Wir haben als SPD-Fraktion mit unserem Positionspapier klar die anstehenden Schritte benannt und zum Teil auch bereits umgesetzt. Und wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Menschen überall in Deutschland gut leben und mobil sein können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Birgit Kömpel war das für die SPD-Fraktion, die hier geworben hat für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland, Stadt und Land. Und das gelte auch für den Verkehr. Letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Arnold Fahrts für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, und auch für die Zuschauer auf den Tribünen möchte ich jetzt ein bisschen dazu beitragen, mal die Diskussion auf das zu lenken, was eigentlich der Inhalt der Anträge war, über die wir heute reden. Und einen der Anträge haben die Grünen eingebracht und er ist überschrieben mit den Worten Investitionsstau auflösen, Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs sichern, jetzt die Weichen für den öffentlichen Verkehr von morgen stellen. Das genau ist die Fragestellung, mit denen wir uns vor 4 Jahren befasst haben, als wir den Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU niedergeschrieben haben. Und damals haben wir uns zu dieser Aufgabe bekannt. Und was dabei rausgekommen ist, ist eine der größten Leistungen in der Verkehrsfinanzierung in der jüngeren Geschichte nach der Wiedervereinigung Deutschlands, nämlich wir haben jetzt 8,2 Milliarden Euro jährlich dynamisiert mit 1,8% Steigerung pro Jahr für Regionalisierungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr bereitgestellt. Erstens. Zweitens, das ist eine Steigerung übrigens von 12% gegenüber dem Vorzustand. Das ist eine enorme Summe. Zweitens, wir haben auch erreicht, dass das Bundesprogramm im Gesetz für Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
über das Jahr 2019 fortgeführt wird und unbefristet mit einer Drittelmilliarde Euro jährlich für kommunale ÖPNV-Vorhaben verwendbar ist. Das schafft Planungs- und Finanzierungssicherheit, und zwar genau die, die Sie gefordert haben. Meine Damen und Herren, wir wissen aber, dass allein mit diesen Mitteln die erforderlichen Sanierungsaufgaben noch nicht zu leisten sind. Und deshalb sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben außerdem noch Umsatzsteuerpunkte zur Verfügung gestellt bis zum Jahr, ab dem Jahr 2020. Und jetzt hoffen wir mal, dass auch diese Umsatzsteuermittel bei den Ländern in die Kanäle fließen, für die sie gedacht sind. Wir haben darauf nämlich keinen Einfluss. Wer darauf Einfluss hat, das sind insbesondere nicht nur alle hier vertretenen Parteien, aber insbesondere auch die Grünen, die heute diesen Antrag gestellt haben. Und Herr Kühn, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, dass wir weit hinter dem noch zurück sind, was wir uns für die Zukunft vorstellen können in Sachen Abschaffung von Kleinstaaterei, in Sachen Koordinierung und Vereinheitlichung von Zugriffen auf den öffentlichen Personennahverkehr. Überhaupt keine Frage. Aber Sie regieren in 11 Ländern. Dann hätte ich doch mal die Bitte, dass Sie Ihre Verkehrspolitiker mal zusammenholen und mal versuchen, wie wir das schon seit Jahrzehnten teilweise machen, dort mal eine gemeinsame Sprache hineinzubringen. Von mir aus, ich arbeite gerne mit Ihnen da zusammen, dass wir an der Stelle mehr Koordination zustande bringen. Nur bis jetzt ist es nicht gelungen und Sie haben verschwiegen, dass es bei Ihnen in Ihren Reihen ganz offensichtlich auch nicht klappt. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, wir kommen noch zu einer anderen Frage. Wir kommen noch zu einer anderen Frage. Die Diskussion. Ja, ich will jetzt noch mal kurz zu der Auseinandersetzung über das Personenbeförderungsgesetz was sagen. Erlauben Sie mir das doch bitte. So, wir haben da, glaube ich, die Situation, dass wir uns allmählich hier in einer Grundfrage nähern. Und die Grundfrage, die hier eine Rolle spielt, wird von dieser Seite des Parlaments und von dieser Seite des Parlaments unterschiedlich beantwortet. Die lautet nämlich, ist der ÖPNV für den Bürger da? Ist der ÖPNV ein Dienstleister für den Bürger? Oder ist der Bürger ein Dienstleister für den ÖPNV? Die Frage, hat der Bürger das Einkommen, die Arbeitsplätze beim ÖPNV zu sichern? Oder hat nicht vielmehr der ÖPNV die Aufgabe, nach dem günstigsten Preis-Leistungs-Verhältnis eine Dienstleistung an den Bürger anzubieten? Das ist die Frage. Diese Seite des Parlaments sagt, der ÖPNV ist der Dienstleister für den Bürger. Und Sie befassen sich mit Besitzstandswahrung eines Teils der Öffentlichkeit zulasten eines anderen Teils der Öffentlichkeit, nämlich derjenigen, die im privaten Gewerbe tätig sind. Die Arbeitsplätze an dieser Stelle sind Ihnen nicht wichtig. Und was Sie hier tun, Sie geben das Signal, den privaten Verkehrsdienstleistern geht es jetzt an den Kragen. Das ist Ihre Botschaft. Und das ist genau diese Botschaft, die wir vermeiden wollen. Und jetzt noch was zu dem Thema, Wahlkampf. Auch sehr wichtig. Sebastian Hartmann hat sehr richtig gesagt, der Wahlkampf gehört in die Demokratie. Das ist die Würze der Demokratie. Da ist die Möglichkeit da, scharf konturiert Unterschiede darzustellen, damit der Bürger weiß, wem er aus welchem Grund seine Stimme gibt. Ganz richtig. Aber jetzt gibt es ein Problem. Wahlkampf geht dann etwas schief, wenn man die Dinge so vergröbert, dass am Ende Unwahrheiten rauskommen. Und bei Ihnen ist es so, dass Sie eines nicht erklären, wie Sie eigentlich den Wettbewerb im öffentlichen Personennahverkehr aufrechterhalten wollen, indem Sie die Wettbewerber, die zur Verfügung stehen, vom Markt fegen. Und das genau tun Sie im Augenblick. Sie sind nicht bereit, Wettbewerb wirklich zuzulassen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Pforzheim. In Pforzheim ist Folgendes: Sie argumentieren mit dem Alter der Verkehrsbetriebe und so weiter und so fort. Ich argumentiere mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich dort dramatisch verbessert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich so verbessert, dass 3 bis 7 Millionen Euro
Euro eingespart werden pro Jahr bei einer verbesserten Verkehrsleistung. Und jetzt verstehe ich natürlich auch, warum manchen Stadtwerken und manchen öffentlichen Personennahverkehrsdienstleistern die Hosen voll sind, weil sie nämlich fürchten, dass sie mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr zukunftsfähig sind, wenn sie wirklich die Herausforderung bestehen müssen. Deshalb lassen Sie uns bitte dabei bleiben. Wir wollen Marktwirtschaft und wir wollen vernünftige Bedingungen auch im öffentlichen Personennahverkehr. Wir wollen kein Lohndumping. Und Sie können das Lohndumping verhindern, indem Sie von Ihren gesetzgeberischen Möglichkeiten in den Ländern Gebrauch machen. Machen Sie das und verbreiten Sie hier keine Illusionen, die Sie am Ende nicht umsetzen können. Vielen Dank. Arnold Fahrts, meine Damen und Herren, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion und innerhalb seiner Fraktion zuständig unter anderem für den Verkehr, war das mit seiner Rede, mit seinem, man kann fast sagen, Gegenangriff. Für den Wettbewerb hat er sich ausgesprochen und namentlich der SPD vorgeworfen, dass sie wettbewerbsfeindlich eingestellt sei. Dieses Thema, dieser Tagesordnungspunkt öffentlicher Personennahverkehr mit seinen beiden Anträgen der Grünen wird jetzt in die Ausschüsse überwiesen und hier wieder hervorgeholt. Die Grünen möchten mit ihrem Antrag erstens mehr Geld für den ÖPNV, aber sie möchten auch einen fairen Wettbewerb erreichen und sprechen sich also gegen das Lohndumping aus.